Der schwitzende Monsterjäger vielleicht. Und hier sonst gibt's nix. Irgendwie mal, keine Ahnung, irgendwas richtig Geiles, mal so, wo man sagen kann, hey. Weiß nicht danach aus. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht drauf geachtet, was er gedroppt hat. Oh. Alter Schwede. Aber ich glaube, wir drücken mal 1. Zurück in die Oberfläche. Ja. Wir machen uns das mal ein bisschen einfacher. Ich will hoffen, dass das das gewesen ist, was da ein der Wyatt oder wie hieß er noch meinte. Schrei aus dem Untergrund. Dass wir jetzt die Mission zumindest schon mal erledigt hätten. Alter Schwede, mal eben so als Nebenmission mal so ein Boss schon, okay, ja, kann man machen. Obwohl ich schon ganz froh bin. Ich meine, wir haben den ja kaum mit Magie bekämpft. Wir sind ja nur auf seinen Körper gegangen mit Magie. Sonst hätten wir, glaube ich, richtig auf die Fresse gekriegt. Ihr habt es geschafft? Wirklich? Ja, danke. Danke. Ja, danke. Jetzt kann die Bürgerwehr endlich aktiv werden und den Leuten helfen. Ihr habt sicher alle Hände voll zu tun. Haltet durch. Machen wir. So ein paar Tiefschläge kriegen uns Leute in den Slums nicht klein. Ach ja, hier ist ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Abrissbirne. Hey. Und geheilt wurden wir auch gleich. Oh, das ist aber gut. Ich werde mal eben spontan speichern. Heilige. Na klar, mal gleich eine Wumme für Barrett. Das ist doch geil. Aber ich meine, es gab's nicht auch mal ein Behemoth als Espe? Ich meine, es gab auch noch eine Espe, die hieß auch Behemoth. Bin mir aber nicht sicher gerade. Okay, was haben wir noch an Aufträgen? Eine Chocobo-Suche, die müssten wir eigentlich durchhaben. Rache der Schergen, da müssen wir eigentlich noch mal zum Wahlmarkt. Ja, gab's. Meine ich nämlich auch, ne? Und es gibt immer noch 3 Aufträge, die wir noch machen müssen. Die machen wir auch noch alle fertig. Die machen wir auf jeden Fall alle fertig. Wir sind also die Nachzügler. Hier kann man noch, zum Wahlmarkt, oder nicht? Landstraße. Ja, guck mal, da haben wir nämlich gleich die Mission. Der kleine Wildfang. Ah ja, okay, ich glaube, da sind wir richtig. Zumindest in einigen anderen Teilen. Ja, meine ich nämlich auch. Behemoth kommt mir so bekannt vor. Also deswegen hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir da gegen eine Espe kämpfen. Aber leider nicht. Schade. Das wäre geil gewesen. Jetzt müssten wir eigentlich auch alles zusammen haben. Das heißt, auch die Mission müsste durch sein. Da bist du ja, Champion. Meinen besten Dank. Alle 3 Chocobos sind wohlbehalten wieder aufgetaucht. Mit den 3 Flitzern läuft auch mein Kutschbetrieb endlich wieder rund. Tja. Hier, das ist für dich. Das ist ein Freifahrtschein für unsere Kutschen. Damit kannst du so oft du willst mit den Kutschen von Sams Chocobo Express fahren. Chocobos tragen einen, spenden einem draußen in kalten Nächten Wärme. Man muss die Viecher einfach lieben. Und dass ich mich am Wallmarkt über Wasser halten konnte, habe ich auch nur einzig und allein meinen Freunden hier zu verdanken. Wenn du ihnen in die Augen siehst, weißt du einfach, dass sie es gut mit dir meinen. Cool, können wir jetzt sogar kostenlos fahren. Vorher hatten wir nämlich 300 Gilder für jeweils ausgegeben, das ist auch nicht gerade wenig. Sehr geil, sehr cool. Freifahrtschein. So, wir wollten... Hier ging es ja weiter, ne? Oh, Moment. Wo kommt die Musik her? Ach doch, von da hinten, okay. Ah, da. Ach, die Lütte ist hier. Ich weiß nicht, ist das ein guter Ort für sie? Oh, Tifa! Betty! Ein Blick, dir geht es gut. Ja. Wo ist denn Marlene? Ist sie okay? Klar, da geht es blendend. Da bin ich aber beruhigt. Sagt mal, könnt ihr mir helfen?
Ich bin auf der Suche nach Schallplatten für die Jukebox. Ja. Ein bisschen Musik? Könnten wir den Leuten wieder Mut machen? Was für eine tolle Idee, Betty. Alles klar. Wenn wir Platten finden, bringen wir sie dir. Und dann drehst du ordentlich auf, okay? Wirklich? Wir haben schon einige gesammelt. Die Kraft der Musik, warte mal. Hoffentlich findet ihr tolle Lieder. Ja. Abspielen, ja. Aber wir haben doch schon etliche gefunden hier. Dieses Lied ist nicht das Richtige. Die Musik heitert die Leute nicht auf. Es sind immer noch alle ganz traurig. Okay. Habe ich gerade Barrett tanzen sehen? So ein bisschen wippen zumindest. Was wollt ihr denn hören? Let the battles begin. Was wollen wir denn schönes spielen? Under the Rotting Pizza lief er eben. Honey Bean vielleicht. Wie geht's damit? Dieses Lied ist nicht das Richtige. Auch nicht. Die Musik heitert die Leute nicht auf. Es sind immer noch alle ganz traurig. Okay. On our way. Farmboy vielleicht. Dieses Lied ist nicht das Richtige. Die Musik heitert die Leute nicht auf. Es sind immer noch alle ganz traurig. Und welche Musik nehmen wir denn? Gibt es nicht irgendwie ein Bettys Electric Djobo? 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 Dieses Lied ist nicht das Richtige. Die Musik heitert die Leute nicht auf. Was willst du denn für eins hören, verdammt? Ganz traurig. Mann! Costa del Sol. Gold Saucer vielleicht. Gold Saucer? Dieses nervige Lied. Dieses Lied ist nicht das Richtige. Die Musik heitert die Leute nicht auf. Ach, du kannst mir nicht. Es sind immer noch alle ganz traurig. Die Musik willst du wohl erstmal noch finden. Ah, ich weiß nicht. Ich hatte ja eventuell Hip-Hop de Chocobo. Stamp hier. Stamp vielleicht. Ich glaube, wir müssen tatsächlich noch einen bestimmten Titel finden. Die Leute nicht auf. Es sind immer noch alle ganz traurig. Ach so, dann müssen wir die erstmal wahrscheinlich jetzt mal fragen. Warum hat der Tod nicht mich genommen? Okay. Ich will alleine sein. Könnt ihr mir einen Tipp geben, was ich hören will? Ich bin am Ende. Was soll ich denn jetzt machen? Ist hier oben noch irgendwas? Ja. Ach ja, wo finden wir das? Wie finde ich das denn raus? Was für Musiktitel die toll finden? Haben wir irgendwo irgendwie irgendwas? Kraft der Musik. Musik hat schon seit den Tagen auf Menschen hören, dass er möchte. Betty, das Cloud auf dem Wahlmarkt nach Schallplatten sucht. Ah, okay. Also wir müssen tatsächlich drei Schallplatten suchen. Ah, okay, gut. Ich dachte, wir können das mit vorhandenen Liedern machen. Ich habe hier doch gerade was gehört. Ja, ich habe hier eben noch Fragezeichen gesehen, war das? Hier, glaube ich. Hier ist ja noch ein Musikstück. Seh nix. In meinem Alter hat man sich eine ruhige Minute mit guter Musik redlich verdient. Willst auch entspannen? Good night until tomorrow. Ja? Du? Willkommen. Eine Pause gefällig? Nö. Good night until tomorrow. Ist was? Gut, das heißt, wir müssen tatsächlich gucken und hören. Ach Gott. Ich habe doch vorhin noch so ein Musikstück noch auf der Ecke noch gehört hier. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Sehr schön.
Was hast du denn Schönes? Du hast TP-Absorption. Kraftanwärter mit einer verbundenen Materie an. Regenerieren sich TP. Kann mit der Materie Glut, Frost, Gewitter, Luft, Toxin, Feindes können Ausweich, Umschlag, Rundumschlag und Okenagashi verbunden werden. 20% ist... Ach so, alles klar. Also wenn man, was ich sag mal, 5000 Schaden raushaut, dann kriegt man die 234... Keine Ahnung, was da auf dem Bild zu sehen ist, kriegt man denn. Naja, gut, kaufen können wir das ja. 100 Gil ist ja nicht. Ist ja nicht so dramatisch, 100 Gil. So, dann reicht das. Achso, warte. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ich wollte gucken, ob der noch Espen hat. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Hat er nicht? Okay. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Irgendwo hatte ich doch hier noch so ein Ding gehört. Ich meine, das war irgendwie... Honey BN. Hier vielleicht? Ne, hier auch nicht. Das hätten wir schon gehört. Welcome! Alles klar, Mafiosi, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Eine schöne Restnacht. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, du. Willkommen zurück, Cloud. Bist du Stammkunde? Ist Anjan zu sprechen? Leider nicht. Er ist gerade beim Training im Sportclub. Aber Cloud, Sie wären nicht zufällig für einen Auftritt heute Abend verfügbar? Bitte was? Nein. Kein Kommentar von den anderen beiden. Cloud Auftritt? Ja. Hä? Das hätte mich jetzt aber echt gewundert. Ah, Mist. Ah, so. Na komm. Haben wir irgendwo einen Hinweis, wo es sein könnte? Da zum Beispiel. Der Musik, wo war denn das denn? Auftrag priorisieren. Okay, das heißt, wir müssen zurück. So, obwohl wir können hier eigentlich auch. Ah nee, der kleine Wildfang, das war ja das. Gerade aus rechts. Nee. Müssen doch nochmal zurück, Schatz. Was wollten diese Shinra-Gardisten eigentlich hier? Da wir wieder in die falsche Richtung. Was ist da los? Komm, gehen wir aus der Sonne jetzt. Oh, da war das Hotel. Da geht's rechts rum, da nochmal links. Nee, Moment, das ist ja da, wo sie ja ist. Das ist ja da, wo das Mädel ist hier. Das ist ja die Position, das bringt uns ja nichts. Wir müssen tatsächlich auf den Wahlmarkt. Ja, toll. Ich dachte, es wäre noch ein Hinweis gewesen, wo vielleicht was sein könnte. Gott, die Musik hatten wir hier ja auch schon, Honey BN. Die haben wir auch schon geguckt, ne? Ja.
Sonst gehen wir erstmal zu dem Kolosseum. Was wollten diese Shinra-Gardisten eigentlich? Gehen wir erstmal dahin. Dann können wir uns erstmal da so ein bisschen vergnügen. Meinst du, ja, fangen wir an. Oder wollen wir hier nochmal? Ach komm, gehen wir erstmal in die. Gehen wir erstmal. Kolosseum. Ja, bin schon da. Guck mal, da hinten ist doch noch so ein Symbol. Da, guck. Hier nehmen wir an, das scheint also hier nochmal irgendwas zu sein. Aber gut, gehen wir trotzdem erstmal ins Kolosseum. Da werden wir wahrscheinlich wieder einen kleinen Fight kriegen. Oh. Oh, guck mal, hier ist doch was. Bei ihm hier. Ah. Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht. Fight on! Oh, siehst du mal. Oh, vielleicht. Nur noch wenige Stücke verfügbar. Vielleicht. So, gehen wir erstmal hier rein. So, Barrett, lass uns nochmal rein kurz hier. Jetzt müssen wir mal gegen die Shinras kämpfen. Oh, hier können wir uns mal aufladen, aber ich glaube, wir haben soweit. Wenn ja, das glaube ich, ne? Nee, haben wir nicht. Wir müssen uns aufladen. Oh, oh. So. Sehr schön. Speichern wir hier nochmal. Mal gucken, was uns da für ein Fight wieder erwartet. So. So, dann kommen wir nämlich dann auch schon wieder mit der Geschichte weiter mit dem Wildfang. Das haben wir dann auch schon als nächstes. Und dann eben noch das die dritte Schallplatte, mutmaßlich. Champion, du kommst gerade richtig. Diese Kiri, die heute ein Match antreten sollte, scheint kalte Füße bekommen zu haben. Wir warten schon seit Stunden und immer noch keine Spur. Wie wär's, Champ? Würdest du ihren Platz einnehmen? Ja, klar. Sonnematch, freier Kampf. Kein Problem. Oho, ein Mann, ein Wort. Mit dir als Ersatzprogramm wird sich niemand beschweren. Toll. Solange es kein Haus ist. Alter, das Haus, das hat mich aber auch so wahnsinnig gemacht. Oh, das Haus war echt schlimm. Oh, was ist das denn? Oh ja, super. Super. Was machst du denn hier? Wo hat sich Kiri versteckt? Diese verlogene Diebin. Das muss ein Handlanger von Shinra sein. Na, meinst du? Kiri ist verhindert. Wir sind das Ersatzprogramm. Dann mache ich halt euch fertig. Das werden wir noch sehen. Schließlich habe ich mit euch auch noch eine Rechnung offen. Wie ist das so? Böses Blut zwischen den Kontrahenten im Racheengel-Cup. Passt das dick wie die Faust aufs Auge, werte Zuschauer? Und ihr Kampf beginnt jetzt! Ja, den Mannequin haben wir, glaube ich, relativ schnell ausgesteuert. So, der Kerl ist hin. So. Den wollen wir doch erstmal ein bisschen analysieren, oder nicht? Höllenhund, ja. So, Höllenhund ist natürlich gegen Eis. 33.000, hey, das ist ja fast schon Boss. Eine künstliche Lebensform, die bei einem wieder natürlichen Experiment entstanden ist. Seine zwei Köpfe und sein Körper, der bei Erregung in Flammen aufgeht, wirken furchteinflößend. Wenn er seine Beute erwischt, lässt er nicht einmal Knochen zurück. Mit Eis der elementaren Magie lässt sich ihre roten und Heilmagie ihre dunklen Flammen löschen. Mit Heilmagie? Dunkle Flammen löschen, wodurch ihre Angriffe schwächer werden. Ah, okay, das ist interessant. Absorbiert Feuer.
Eiselementare Magie mit Rot. Und Heilmagie mit Blau. Okay. Ouchi. Oh. Oh, dann wollen wir mal gucken. Magie. Feuera. Ne, wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Vitra. Dann machen wir erstmal Vitra auf Höllenhund. Ja, aber Höllenhund wollen wir ja nicht. Na gut. Magie, Blitz, Vita. Können wir auch mal wirken auf den Höllenhund. Magie, Eis. Eisra auf Höllenhund. Alles auf! Brauche ich einmal Vita auf den. Nee, auf mich. Ich zähle auf dich. Roger, ich übernehme. Au. Ah, oh, ich glaube, wir haben ihn gleich. Limit. Jo, haben wir. Das ist unser Champion, wie wir ihn kennen. Na, siehst du. Vor ihm wird selbst die wildeste Bestie zu einem schnurrenden Kätzchen. Ein souveräner Sieg für unseren Topstar. Das ist gut. Bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. Na, danke, Redden. Ach, oh, hatte ich ein bisschen schlimmer erwartet. Mit dem Viech. Abgefahren. Ihr habt's echt drauf. Bin schon gespannt auf euren nächsten Kampf. Ja, ich. Nee, noch nicht. Noch nicht, weil wir wollen erstmal das mit dem Schallplan noch fertig machen. Aber erstmal heilen. Und ich meine, da war dieses Symbol oben bei diesem Fitnesscenter. Also ich glaube, da ist die dritte Schallplatte. Hoffe ich. Was sah mir danach aus? Zumindest von nebenan sah es so aus. Also. So, ist er. Dann schauen wir noch da mal vorbei. Fight on! Oh, da ist nämlich das Symbol da. Deswegen gehen wir dann mit dem Lusche an. Angeblich ist Corneo verschwunden. Mach mal hell hier, seh nix. Ach, hier ist es nicht, hier, wie heißt er noch? Anjan, oder wie ist er nicht? Ist er nicht so? Nein! Noch nicht! Anjan! Jetzt. Claude! Was machst du hier? Kennst du eine Möglichkeit, auf die Platte zu kommen? Nee, den wollte ich ja gar nicht. Nee. Kommst du da nicht hinauf? Hey! Wer ist denn das da? Eine außergewöhnliche Frau! Das sehe ich doch von hier. Deine Muskeln. Wohl proportioniert und in perfekter Balance. Dein Geist im Einklang mit deinem Körper. Hey. Du musst einen fähigen Lehrer gehabt haben. Aber... Ge-
Gerade scheinst du mir etwas angespannt zu sein. Dich plagen Zweifel. Tifa? Hey, du. Tifa, richtig? Anjan hört eh nicht auf. Willst du dich mit ihm messen? Kann nicht schaden. Manchmal ist es sogar ganz befreiend, sich so richtig auszupowern. Überleg's dir! Das ist sicher wieder so ein Fitness-Ding, oder? Schwankende Gefühle. Hier müssen wir auf den Grund gehen. Da bist du ja. Fangen wir an. Klimmzüge, du gegen mich. Bitte, Mademoiselle. Grundlegende Regeln. Orientiere dich an den Hilfssymbolen, um das beste Timing zum Drücken der angezeigten Tasten zu finden und mehr Klimmzüge als dein Gegner zu schaffen. Bei Gleichstand gilt der Wettstreit als verloren. Sobald die Hilfssymbole verschwunden sind, kannst du dich an Tifas Bewegung orientieren. Oh, bitte. Klimmzug-Duelle Teil 1. Oh. Schon wieder. Aber das ist auch diesmal ein anderer Rhythmus, ne? Oh, ob ich das gebacken kriege? Na gut, schauen wir mal. So. Achso. Trauma! Weiter so. Das sieht gut aus. Ja, falsches Timing. Na komm, hoch mit dir. Ich hab gedacht, haben wir gewonnen oder nicht? Ach, Runde 2. Achso. Na, falscher Rhythmus. Ja, das muss ich mir erstmal wieder gucken hier. Haben wir verloren, glaube ich, ne? Ah. Das habe ich gemacht. Hier zurück zum B-Mod. Ja, das ist gut. Okay. Das war nämlich eine andere Reihenfolge, da muss man das wieder gucken. Niederlage zeigt sich der Charakter eines Menschen. Gibst du auf oder trittst du noch einmal an? Ich trete natürlich noch mal an. Fangen wir an. Ah, das kann jetzt wieder nur Stunden dauern. Ich hoffe, du enttäuscht mich nicht. Die Folge könnte also ein bisschen länger gehen heute. Ach ja. So. Nein! Das ist bei 2 schon. Leco mio. Weiter so. Das sieht gut aus. Jetzt nicht schlapp machen. Ah, Oh, zweite Runde. Gerade noch gewonnen. So. X-Dreieck. X-Dreieck. Das sieht gut aus. Weiter so. Das geht sicherlich noch besser. Jetzt nicht schlapp machen. Er hat gerade gewonnen, gerade zum Schluss. Ach, danke dir. Das habe ich gebraucht. Erst im Angesicht der Niederlage. Ja, komm, mach nächste Runde. Komm, nächste Runde. Ich werde ihn platt machen, den Kerl. Sprengen wir die Grenzen des Möglichen. Das sieht gut aus.
Jetzt nicht schlapp machen. Weiter so. Guck da eigentlich gar nicht mehr auf den Bildschirm. Ich versuche mir nur dieses Muster zu merken und die Knöpfe dementsprechend. Achso, wir haben gewonnen. Achso, cool. Hat er sich gerade auf den Hintern getatscht? Ich muss mich geschlagen geben. Tiefer. Ich habe gewonnen? Durch unser kleines Duell scheint sich deine Anspannung gelöst zu haben. Und auch ich habe Kraft geschöpft. Danke. Heute werde ich in absoluter Bestform auf die Bühne treten können. Ich hab zu danken. Ich fühle mich wirklich befreit. Hier, ein kleines Andenken. Wer weiß, vielleicht stehen wir bei den Honigtöpfchen zusammen auf der Bühne. Das haben wir das Buch sogar geschenkt gekriegt, das wir sonst eigentlich kaufen wollten. Sehr cool. Freigeschaltet, fortgeschritten. Nein, sag jetzt bloß, es geht noch weiter. Fortgeschritten. Warte mal. Gern ein anderes Mal. Okay. Fortgeschritten? Nee, Moment, hä? Hm? Komm schon! Lass uns eine Runde zusammen pumpen! Klimmzugduell, Anfänger. Ach so, Anfänger, das war der andere. Ach so, einmal Gibus Meistergürtel. Na gut, Meistergürtel haben wir eigentlich. Sie hat ja den Meistergürtel schon. Den haben wir ja vorhin irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie vorhin auch gewonnen. Irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Den haben wir auf jeden Fall für sie schon. Ah, ja. Renn bloß nicht heulen zu Mama! Vollendet. Jetzt nicht schlapp machen. Weiter so. Jetzt nicht schlapp machen. Das sieht gut aus. Ja, Mist, vergesse ich. Scheiße. Aber wir haben das, sollten das Ding eigentlich gewonnen haben trotzdem. Ja, ein Glück. Das hat er uns auch platt gemacht. So, Runde 2. X. Was? Achso, war ich zu langsam. Zu schnell. Zu schnell war ich. Scheiße. Nein, komm schon, tiefer. Komm schon. Von der Wende gleich stand, ne? Ja, trotzdem verloren. Diesmal bin ich der Sieger. Ja, leck mir Marsch. Ruhig, ich geh jetzt weg. Hab keinen Bock mehr. Ich hau jetzt ab. Ich will das nicht mehr. Ich hab keine Lust mehr. So, vielleicht später nochmal irgendwann. So, ich will ja noch die Musik sammeln. Jetzt fehlt uns ja immer noch. Da können wir nochmal reingehen. Dann, sonst haben wir eigentlich schon alles weg. Honigtöpfchen, Honigkalle. Wo wir sonst noch die Musik finden. Hier können wir vielleicht nochmal Corneo. Hier müssen wir ja auch noch machen. Informationsgewinnung. Ja gut, gehen wir erstmal hier vorne gucken.
War hier nicht noch irgendwo was? Ey, hier wird ja aber irgendwo kein, da wird ja nirgendwo Musik sein, oder? Wo finden wir diese letzte schöne Musik? So. Dann vielleicht dann mal gucken. Da links, da lang. Ja gut, ich gehe noch mal kurz zum Honigtopf. Vielleicht finden wir links hier im Gang noch was. Glaube ich zwar nicht, dass wir die Musik finden, aber gucken kann man ja mal. Ich glaube nicht, dass wir die Musik finden. Ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich nicht, dass wir die Musik finden. Ich glaube es nicht. Was guckst du so verzaubert? Hast wohl selten so gute Musik gehört, was? Kannst die Platte ruhig mitnehmen. Es gibt einfach nichts Besseres, als gemeinsam mit Freunden bei guter Musik zu entspannen. Ja, das ist doch garantiert die Musik, die wir brauchen, oder? Zufälle gibt's. Ja, das ist doch hundertprozentig, ne? Das ist sie doch. Das muss der Titel sein. So, dann gehen wir auch da gleich wieder. Oder auch nicht, hoch. Doch, da geht's hoch. Stand-up. Ich denke mal, dass Stand-up genau der Musiktitel ist. So, Betty, schauen wir mal, was der Papi dir mitgebracht hat. So, wie hieß der Titel? On your way. Falala. Oh, Stand-up. Der wirkt tatsächlich mit. Das Lied kenne ich. Dazu haben Marlene und ich immer getanzt. Doch nicht so! Das geht ganz anders. Das Lied war ein Hit, als ich noch jung war. Ich zeig euch, wie das richtig geht. Bitte kein Dance Battle. So, aus der Hüfte. Wow, toll. Jetzt weißt du, wie wir früher getanzt haben, Kleine. Ja. Gut. Die Kleine ist natürlich süß. Und der alte Sack ist natürlich auch lustig. Mal gucken, was. Und du? Ach, wir sollen ja alle. Ach, das sind drei Platten, drei Leute. Ja, gut, okay, verstehe schon. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich alle drei einmal abspielen. Okay, dann spielen wir halt alle drei einmal ab. Das ist nicht für ihn da. Bei der Melodie fühlt man sich irgendwie ganz tapfer. Wow! Bei diesem Rhythmus gerät mein Blut richtig in Wallung. Ich fühle mich wie ein junger Krieger. Hm? Da kann man ja gar nicht stillstehen. Nicht wahr, Junge? Wir beide verstehen uns. Leben ist Leidenschaft. Gut. Und dann holen wir den dritten Titel auch noch. Good night until tomorrow. Schön beruhigend. Darf ich etwas hier bleiben und zuhören? Das war früher eins meiner Lieblingslieder. Aber klar. Nö, darfst du nicht. Hau ab. Macht echt Spaß, gemeinsam Musik zu hören. Vielen Dank für die Platten. Gern. Uns hat's auch auf andere Gedanken gebracht. Er wieder.
Irgendwann kommt der Tag, an dem unsere Siegesfanfare erklingt. Bis dahin werden wir tapfer kämpfen. Hm. Etwa nicht? Oh. Guck mal, Handbuch der Schusswaffen. Guck mal, haben wir alles kostenlos gekriegt. Eigentlich wollte ich die Sachen gekauft haben. Wie geil ist das denn? Oh, die Kleine ist echt so süß, ne? Guck mal, wie sie da so rumhoppelt. Süß. Ich hatte schon ganz vergessen, wie gerne ich tanze. Ich kann schließlich nicht ewig weinen. Dank der Musik habe ich wieder Mut gefasst. Na, ist doch schön. Und die Kleine können wir auch noch mal kurz bequatschen. Und bring das nächste Mal Marlene mit. Und süß, 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 süß. Okay, siehst du mal. Und die Liste wird langsam, doch so langsam etwas kürzer. So, was sollen wir hier machen? Cloud erfährt von Madame, dass Conny aus Scherer Blanche auf dem Hörer. Wir geben die Schnitze Aris Haus. Wetsch und Marlene können in Gefahr sein. Ach so. Ah ja, okay. Das ist okay. Wir haben hier aber noch einen Auftrag. Den Auftrag haben wir auch noch nicht. Wir müssten eigentlich... was haben wir da noch offen? Wir haben der kleine Wildfang. Das haben wir gleich in der Kirche. So, dann haben wir noch diese Geschichte. Corneus Kronio wählen. Das können wir wahrscheinlich erst weitermachen, wenn wir den Schlüssel vom kleinen Wildfang haben. Rache der Schergen. Dafür müssen wir nach Sektor 5. Und wir haben noch einen Auftrag frei. Ein Auftrag, den wir noch nicht gefunden haben. Ich würde mal sagen, gehen wir zu Corneus hoch, zu der Villa von Corneo. Obwohl, das ist wieder eine Story-Mission, ne? Und lass uns einmal zur Kirche. Oder ist zu Wedge? Lass uns erstmal zu Wedge. Bin ich richtig? Oh. Mann, die dort ist ja. Was ja. Scheint es zur Gefahr zu ziehen, wie die Motte ins Licht. Nee, das war ja was anderes. Lass uns mal fahren. Wir können ja eh kostenlos fahren. Wir fahren. Wo fahren wir denn mal hin? Wir fahren. Mal zu. Sektor 5 Kirche, Slums Eingang. Bahnhof. Slums Sektor 5, da fahren wir mal hin. Zur Kirche, nicht zur Kirche, erstmal hier hin. Zur Kirche. Erstmal zu Mutti. Mal nach Wedge und Marlene gucken. Und dann machen wir nach die Kirsche. Dann müssen wir sowieso mal sehen, dass wir die letzte Mission irgendwie nochmal vom Wallmarkt nochmal irgendwie gebacken kriegen. Dass wir die nochmal finden. Und ich würde auch sagen, dass wir nachher die Hauptmission, dass wir die sonst beim nächsten Mal machen, beim nächsten Stream. Befürchte, ich bin ja froh, wenn es aber auch irgendwo weitergeht. Aber dass da vielleicht noch ein Final Fantasy Stream noch mehr nötig sein wird, um das durchzuspielen. Und man hält sich doch mit den kleinen Missionen doch noch eine ganze Weile auf. Ist ja auch in Ordnung, so soll es ja auch sein. So. Erstmal zu Aris Haus. Warte mal, ist das da oben für ein Symbol? Was? Da ist doch noch ein Symbol hier gerade. Ach, guck mal, das ist vielleicht diese Mission, die wir suchen. Bodyguard, oder? Mein Stream ist schlimm. Ich brauche dringend Heilkräuter und wollte Aris bitten, mir wieder welche zu besorgen. Ja. Wo ist sie denn heute? Weg. Seit dem Unfall in Sektor 7 kann ich gar nicht genug Medikamente herstellen. Ich brauche noch viel mehr, doch mir sind die Zutaten ausgegangen. Ah. Was benötigst du denn? Hilfst du mir etwa bei der Beschaffung der Zutaten? Ich danke dir im Namen aller Slumbewohner. Das ist die Mission, die letzte. Das sind die Sachen, die ich brauche. Oh. Notiz des Arztes. Cloud, hast du die Zutaten alle bekommen? Hä? Vielen Dank, das sollte reichen. Was?
Jetzt weiß ich, warum Aeris dir vertraut. Den Rest erledige ich. Ich mache mich gleich an die Arbeit, solange die Zutaten noch frisch sind. Ach, fast hätte ich's vergessen. Hier, das ist für dich. Tja, kriegen wir jetzt alles geschenkt. Du hast doch Heilkräuter gefunden, mir war doch so. Und ich hab da gar nicht, hab das gar nicht gesehen. Dafür bräuchten wir also den Mörser und wir hätten dir diese Behemoth-Hörner. Guck mal, das haben wir... Das sind mir die liebsten Missionen. Zack, fertig. Das. Ja. Ja, so geht das. Tja. So läuft die Kiste. Cloud, welch ein Glück. Du kommst gerade richtig. Ein paar von Cornelius' Männern sind vorhin in Richtung von Aeris Haus gegangen. Ah. Okay. Ich wollte schon sagen, kommt jetzt mit der nächsten Mission, noch eine andere Mission. Ach, die Heinis. Ich hab gehört, ihr sucht nach mir. Hoffentlich musstet ihr nicht so lange warten. Du bist doch der aus Sektor 7. Wusste ich's doch, dass du auch zu Avalanche gehörst. Meinst du? Wart's ab. Dein großes Maul werde ich dir schon noch stopfen. Los, Jungs, lass den Gartenzwerg von alleine. Wird gemacht. Hat schon Gartenzwerg. Ja. Darf ich vorstellen? Don Corneus Helferlein. Wenn der mit euch fertig ist, seid ihr Hackfleisch. Das Kopfgeld gibt's schließlich auch, wenn ihr tot seid. Ich habe... Ich werde ihn erstmal analysieren, weil ich glaube, der hat ganz faustig in den Ohren. Na, ich sag, das ist Nummer sicher ist gut. So, 17.943. Ein Wesen, das Don Corneo über zwielichtige Kanäle erworben hat. Dieses unheimliche Wesen nähert sich langsam und mit ausdrucksloser Miene in seiner Hand. In einer Hand trägt er eine Laterne und in der anderen absolut tödliches Küchenmesser. Wenn ihm eine Aktion misslingt, wird es kurzzeitig schockanfällig. Alter Schwede! Okay. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Schlag. Oh. Okay. Oh, wir haben noch zwei Phoenix-Feder. Das ist natürlich ganz kacke. Immer fest auf die Kette. Jetzt voll in die Fresse. Ui, weg. Viel Erfolg. Jetzt hab ich dir das sagen. Alter Schwede. Gib auf dich acht. Jetzt erst recht. Na, hast du Schiss? Mal gucken, willkommen, ob ich ihm vielleicht in Magie so ein bisschen begegnen kann. Oder dann machen wir Blitz, Blitzra. Gucken, was er dazu sagt. Nicht viel. So, wir hätten nochmal ein paar Phoenix-Federn kaufen sollen. Und weiter geht's. Na, hast du Schiss? Willkommen im Reich des Schmerzes. Oh, passt bloß auf, ihr Mädels. Oh, weg, 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 weg. Vor so einem kleinen Typ. So, Fertigkeiten. Ende. Oh, kann ich gar nicht. Okay, mach kurz weg. Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Oh. Daggy ist hier. Hast du Schiss? So, ja. Hast du das aus? Willkommen im Reich der Stadt. Zieh dich! Und weg. Stehlen. Kann man ihm was stehlen? Ja, dieses Elixier, ne? Kleiner, aber fies. Problem ist, ich hab jetzt nichts mehr groß zum Heilen. Schweige dann. Das ist natürlich ein Problem. Magie Vita. Ich werde nicht mehr erstmal heilen. Ja,
Ich kann leider nichts machen für für Barrett. Willkommen im Reich der Schmerzen. Und das ist doof. Da hast du Schiss. Mal Schiss. Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Ja. Scheiße. Jetzt voll in die Fresse. Fisch Messer, Mister. Mist, nein! Ja, toll. Oh, was für ein Fuck, echt. Oh. Mann, er ist ja tatsächlich nicht so einfach. Das Messer, naja, es ist nicht nur das Messer, er kann auch auf Distanz töten. Das ist so eine Drecksau. Das Problem ist ja aber gar nicht mal, dass er jetzt irgendwie schnell ist oder so, sondern wir haben einfach keine Phönixfeder mehr. Das ist das Problem. Da müssen wir sehen, dass wir mit Phönixfedern irgendwie klarkommen. Und er killt ja sofort auf Null. Das ist ja nicht so, dass wir dann nochmal einen Augenblick Zeit hätten, nochmal zu healen oder sowas. Wir haben einfach zu wenig Phönixfedern. Das ist natürlich kacke. Warte mal, ich gehe nochmal kurz zurück. Wir sind ja noch nicht im Fight. Dann hole ich mir gleich nochmal ein paar Phönixfedern. Jetzt müsste er irgendwo hier, muss der Creme ja gewesen sein. Ich glaube hier runter. War hier nicht der Creme hier irgendwo auf der. Nee, hier war der. Hier vielleicht? Ein Teil vom Erlös spende ich dem Helmchenhof. Das ist schön, dann kaufen wir gleich mal bei dir ein. Gegenstände. Phönixfedern. Ah, siehst du, guck mal. Kaufen wir gleich ein paar mehr ein. Das ist, glaube ich, ganz gut. Megatränke, ja gut, können man vielleicht auch nochmal so 2, 3, 4 Stück. Ja, komm, kaufen wir nochmal 4. Brauchen wir nicht so sein. Aber wir brauchen, glaube ich, eher die Phönixfedern. Moin. Ich weiß. So. Hey, seht mal, sein rechter Arm. Ich hab gehört, ihr sucht. So, nee, doch, ach, schade. Mir. Hoffentlich musstet ihr nicht so lange warten. Du bist doch der aus Sektor 7. Wusste ich doch, dass du auch zur Avalanche gehörst. Meinst du? Wart's ab. Dein großes Maul werde ich dir schon noch stoppen. Blickrichtung raus. Los, Jungs, lass den Gartenzwerg von alleine. Wird gemacht. Aber wie sollst du das ja natürlich deinen Teammates erklären? Darf ich vorstellen? Warte mal, ich überspringe das mal eben zurück zum Spiel. Darf ich nicht? Okay. Kann ich, wenn der mit euch fertig ist, seid ihr Hackfleisch. Was. Immer fest auf die Fresse! Ja, vielleicht können wir uns verwirren. Da hast du Schiss! Immer verwickelt am besten raus. Jetzt voll in die Fresse! Ah, Störung. Los geht's. Verschwende! Bisschen Spaß muss sein, oder? Willkommen im Reich des Schmerzes. Ist vorbei. Jetzt voll in die Fresse. So, Schockschuss, auf ihn rauf. Dann haben wir nochmal Fertigkeiten zu diesem gefackten Trepp. So, Fertigkeiten, Gegenstände. So, einmal Phönixfeder auf Barrett. Und weiter geht's. Nein! Ich zähle auf dich. Es geht los! Spaß, boah, ist das wahr? Na gut, ich versuch's. Ist das ein Witz? Boah, das ist doch ein Witz jetzt, oder? Bisschen Spaß muss sein, oder? Nix da.
damit liegen bleiben. Willkommen im Reich des Schmerzes. Immer fest auf die Fresse. Oh, Leute, jetzt gehen mir echt auf den Sack. Mann, nee, nicht so. Nein, nein, hallo, hallo, hallo. So, Phönixfeder auf Cloud. Das haben wir gleich. Immer fest auf die Fresse. Jetzt voll in die Fresse. Noch ist es. Ja, gleich beide, natürlich. Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Willkommen im Reich des Schmerzes. Hä? Wo war jetzt? Da, Phönixfeder, meine ich doch. Irgendwo war die Phönixfeder doch. Barrett oder? Ich glaube, wir machen es mal Barrett. Immer fest auf die Fresse. So, mal gucken, ob ich. Wie schmeckt dir das? Jetzt voll in die Fresse! Hast du Schiss? Boah, das ist doch nicht wahr jetzt. Ey, komm. Man kann so ein bisschen übertreiben. Nix damit liegen bleiben. Gib auf dich acht. Zu spät zum Heilen. Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Da hast du Schiss. So, halt, warte. Gegenstände. Phönixfeder auf Barrett. Tut mir leid. Jetzt voll in die Fresse! Oh, alle drei. Das ist doch nicht zu fassen. Willkommen im Reich des Schmerzes. Ey, immer fest auf die Fresse. Kannst du es ein bisschen übertreiben, ehrlich? Nein, nicht Krabummel. Gib mir mal diese scheiß Phönixfeder. Ja, hast du so gedacht, du meinst du. Willkommen im Reich des Schmerzes. Man müsste eigentlich schon fast. Magie, warte mal, ich gebe ihm mal Feuer. Gucken, was er dazu sagt. Selbstzerstörung, fügt den Chance zu, macht den Anwender jedoch kampfunfähig. Anwender jedoch kampfunfähig, verbraucht zwei ATB. Nee, nee. Okay. Ja, natürlich. Aber klar, mach die mal eben unfähig. Jetzt voll in die Fresse. Achso, ich lege wieder. Beziehungsweise bin ich noch nicht. Ah, Mistfeeder. Tut mir leid, aber das ist ja wohl voll ekelhaft. Stopp! Genug! Boah. Wir geben auf! Wir werden keiner Seele etwas sagen! Versprochen! Lasst uns ziehen, bitte! Die Augenzeugenberichte haben sich als falsches Gerücht herausgestellt. Verstanden? Sollte mir zu Ohren kommen, dass hier wieder irgendjemand von eurer Sorte herumschleicht. Zerquetschen wir euch! Wird niemals wieder passieren! Also ich hätte es ja so gemacht, das sind drei Leute. Zwei machen wir kalt und einen schicken wir zum Berichterstatten wieder zurück. So werden eigentlich Exempel statuiert. Also ganz nebenbei. So, müssen wir jetzt eigentlich nochmal zurück oder nicht? Ich glaube nämlich nicht. So, Wildfang. Da haben wir das mit den... Die Geschichte, das haben wir auch. Okay. Gut, in Ordnung. Dann machen wir jetzt noch diese Geschichte hier. Der kleine Wildfang, den machen wir jetzt noch. Den machen wir noch schnell fertig. Und dann machen wir das nachher. Aber erstmal holen wir uns den Schlüssel erstmal vom Wildfang und dann sollte das mal. Mann. Oh. Wie viel habe ich jetzt eigentlich noch von den Phönixfedern?
4. Was denn? Ja. Wann würde der nächste Final Fantasy 7 Stream kommen? Eventuell Sonntag. Ah, das ist schon wieder falsch gemacht. Eventuell Sonntag. Phoenix-Federn kaufen wir uns noch mal ein paar. 6 Stück. Bis bald. Eventuell Sonntag, aber dann eben halt auch wieder ein Ticken früher und vielleicht nicht allzu lang. Ich muss mal sehen. Also Sonntag, ich sag mal 17 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr. Schreibe ich aber in den Streamkalender rein. So, ich wollte mal kurz gucken, was es bei dem Mugri gibt. Also ich schätze mal 16 Uhr. So, das haben wir alles schon. Das haben wir alles. Froschring, konnten wir nicht gebrauchen, ne? So, guck mal. Aber die hatten wir ja schon, ne? Geheimlehre der Kampfkunst, Band 1. Mysterium des Planeten, Band 1. Hatten wir das nicht schon? Gegenstände? Manuskripte? Einführung in die Schwertkunst, Band 1. Handbuch, Schusswaffen, Handbuch, Geheimlehre der Kampfkunst, Mysterium des Planeten. Haben wir schon. Band 3. Okay, Moment. Da steht es ja. Mysterium, Band 3. Geheimlehre, Kampfkunst, Band 3. Handbuch, Schusswaffen, Band 3. Handbuch, Schusswaffen, 3. Warte mal, da stand doch. Moment. Besitz. Nee, komm, da steht das ja auch. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Da steht ja auch Einführung. Die Schwertkunst Band 1 haben wir 1 in Besitz. Und Handbuch zum Schusswaffen Band 1 haben wir auch im Besitz. Und das haben wir nicht im Besitz. Genau, also müssen wir die also haben. Die müssen wir also noch haben hier. Band 1, Geheimlehre der Kampfkunst Band 1 und Mysterium des Planeten Band 1. So. Okay, also müsste ich... Das noch machen, das mache ich auch, wie gesagt, außerhalb des Streams, dass wir da mal ein paar Punkte, ein paar Mukri-Medaillen sammeln. Das mache ich dann außerhalb des Streams, weil das ist noch ein bisschen nervtötend. Das geht ja wirklich nur darum, die Kisten so lange zu verprügeln, bis wir dann halt genug Mukri-Medaillen haben. Das würde ich schon ganz gerne noch gebacken kriegen. Das Einzige, was ich jetzt eben noch mache in dieser Folge, ist nochmal kurz zur Kirche. Und dann machen wir erstmal einen kleinen Cut, auch wenn das massiv in Überminuten geht, aber... Ich will das zu Ende bringen, mal eben kurz. Ja. Was ist los? Alle drei Chocobos sind wieder da. Ich weiß. Ich kann euch nicht genug danken. Auch kannst Jetzt du. Kann auch unser Betrieb wieder öffnen. Ja. So, wir wollen zur Kirche. Zur Kirche reisen. Ja. Ah. Ja. Kirche. Miau. Oh. Mal gucken, hoffentlich kriegen wir einen Schlüssel. Das sollen wir noch machen. Den Schlüssel abholen. Und vielleicht kommen wir dann ja schon in dieses Areal. So, ist sie wieder da? Ja, ist doch. Oh, Mädel. Ich hoffe, dass sie einigermaßen anständig ist und uns den Schlüssel auch gibt. Es ist erledigt. Shinra wird dich nicht mehr verfolgen. Oh, echt? Oh, wunderbar, da bin ich aber froh. Hast du deine Lektion gelernt? Klar, immer vorher gucken, wen man bestiehlt. Das war sie auf keinen Fall. Gut, das wär's dann erstmal, oder? Ich müsste eben mal nach Hause, wenn ihr nichts dagegen habt. Nee, Stillgestanden. Oma, wusstest du denn hier? Fräulein, du bringst mich noch ins Grab vor Sorge. Ich wusste es doch. Danke, dass ihr euch um sie gekümmert habt. Ihr seid verwandt? Wusste ich es doch. Hm, hatte ich das nicht erwähnt? Dieser kleine Frechdachs ist meine Enkeltochter. Ich hab's gewusst. Guck, wir haben die gleichen Augen. Komm, Kiri, stell dich nicht so an und gib ihnen den Schlüssel. Na gut,
Na gut. Übrigens, darf ich eigentlich auch wissen, wozu der gut ist? Schnüffel nicht immer so rum, Kiri. Kehr erst mal vor deine eigenen Tür, bevor du dich wieder in irgendwas verwickelst. Sei nicht so fies, Oma. So schlimm bin ich doch gar nicht. Sagt die, die alles klaut, was nicht festgenagelt ist. Selbst eine diebische Elster hat einen Ehrenkodex einzuhalten. Mach deinen Job gefälligst anständig. Sonst kannst du dir aus dem Kopf schlagen, der nächste Racheengel zu werden. Ah. Warte mal, du bist der Racheengel? Und du bist von Avalanche. Ich kann deine Unruhe spüren. So viel ist noch ungetan, nicht wahr? Mir geht es genauso. Ob Racheengel oder Avalanche, so verschieden sind wir nicht. Das sind nur unterschiedliche Namen für einen gemeinsamen Kampf. Jeder Mensch besitzt die Freiheit zu wählen, wer er sein will. Oder? Ich wusste doch. Ich wusste es doch. Okay. Auftrag abgeschlossen. Man sagt, dass sich Corneo in der Kanalisation mehrere Geheimräume eingerichtet haben soll. Das ist richtig. In der Nähe der eingestürzten Schnellstraße wurde angeblich eine auffällige Tür gesehen. In der Nähe... Übrigens, eine Tür mit Corneos Emblem habe ich auch in der Nähe meines Verstecks gesehen. Ja, okay. Okay, das heißt geil. Dann können wir mit dem Schlüssel auch näher die anderen Geheimtüren alle öffnen von Corneo. Man sagt, dass sich Corneo in der Kanalisation das heißt, mehrere Geheimräume eingerichtet haben soll. In der Nähe der eingestürzten Schnellstraße wurde angeblich eine auffällige Tür gesehen. Okay. Okay. Haben wir noch ganz kurz geguckt. Was haben wir jetzt noch für Aufträge offen? Wir haben jetzt die Jagd nach Corneos Kronjuwelen. Also das wird ja das sein, was wir jetzt eben noch gucken werden. Also nicht jetzt gucken werden, aber was wir mit dem Schlüssel machen müssen. Ja. So, wir sind jetzt an dem Punkt. Drei Verstecke müssen wir anscheinend ausheben. Okay, verwende den Schlüssel, um Don Corneo, um seine wertvolle Kronjuwelensammlung, die über verschiedene Verstecke aufgeteilt ist, zu erleichtern. Drei Verstecke gibt es anscheinend, die wir mit dem Schlüssel dann halt öffnen müssen. Das wird dann einmal das große Areal sein. Das wird dann in den Katakomben sein. Das dritte weiß ich noch nicht. Da müssen wir nochmal schauen, wo wir da mal so ein Versteck nochmal gesehen hatten. Könnte natürlich in seiner Villa sein oder in der Nähe von der Villa. Müssen wir schauen. Okay, ich werde an dieser Stelle nochmal speichern. Und dann soll es für diese Folge dann auch erstmal reichen. Puh, naja, über eine Stunde. Heftig. So, dann machen wir jetzt mal hier einen kleinen Cut.